Ja, Rückrundenauftakt am Kotterweg in Leipzig. Bei uns ist Co-Trainer Andreas Hinkel. Erstmal an der Stelle noch gesundes neues Jahr, Andi. Dankeschön. Wie sah deine Winterpause aus? Konntest du ein bisschen entspannen oder knallharte Analysen der Mannschaft? Ja, teils, teils. Natürlich gab es dann die Phasen, die Feiertage, Weihnachten, wo man dann mit der Familie zusammen war und die Zeit auch genossen hat, entspannt hat ein bisschen. Aber immer wieder zwischendrin haben wir natürlich gearbeitet und uns vorbereitet wieder auf die Rückrunde. Es war, wie auch schon letztes Jahr, eine sehr, sehr kurze Winterpause. Was haben unsere Jungs damit bekommen? Was mussten die in den Tagen alleine im Training machen? Ja gut, die hatten halt ein individuelles Programm auch, das sie zu absolvieren hatten. Auch individuell abgestimmt natürlich. Unterschiedliche Belastungen hatten die ja in der Hinrunde auch. Also manche waren verletzt, manche haben vielleicht mehr gespielt, manche weniger. Und so hat jeder sein individuelles Programm, das er dann absolvieren musste. Hauptsächlich natürlich über Läufe und dann natürlich auch Kräftigungsgeschichten, Stabis, Mobilität, Beweglichkeit, dass sie natürlich nicht einrosten. Jetzt geht es am Samstag direkt los in der Rückrunde. Wie sieht die Trainingswoche aus? Lässt sich dann überhaupt groß an Grundlagen arbeiten oder ist wirklich der Fokus schon komplett auf Mainz? Ja, Grundlagen ja weniger, ist ja eine kurze Pause. Von daher haben die Jungs ja dann auch nicht so viel verloren. Von daher geht es natürlich nicht um Grundlagen. Also wir sind natürlich froh, wenn wir viele Spieler dann auch da haben oder die meisten, gerade weil viele verletzt waren, versuchen wir auch jetzt ranzuführen dann in der ersten Woche, peu à peu. Und wenn dann alle da sind oder alle da wären, dann können wir natürlich auch, gehen wir dann natürlich ins Detail und um Vermittlung von Spielphilosophie und was wir vorhaben natürlich Richtung Mainz. Jetzt hast du schon quasi halb angesprochen, die Personalsituation ist jetzt aktuell nicht komplett ideal bei uns. Verändert das ein bisschen was an ja, für euch in der Arbeit, in der Trainingswoche oder läuft alles erstmal wie geplant ab? Ja, wie geplant, nicht ganz genau. Also dass nicht alle da sind, macht es manchmal auch keinen Sinn. Wir haben uns was überlegt. Wir haben ja in der Winterpause gearbeitet und gerade die ersten zwei Wochen, wo wir jetzt keine englische Wochen haben, wie können wir die strukturieren, wie können wir da was vermitteln? Aber das müssen wir natürlich anpassen jetzt auch aufgrund der Personalsituation. Aber das ist kein Problem. Das ist unser Job. Das heißt, wir werden es ein bisschen verschieben, wir gucken, wann wir was machen können. Wir müssen da auch immer dann in Abstimmung mit den Athletiktrainern, auch von der Belastungssteuerung natürlich, gucken, dass das alles passt, weil die Frische ist natürlich auch wichtig. Man kann jetzt nicht sagen, okay, Ende der Woche kommen alle, dann machen wir nochmal einen Tag vorm Spiel und zwei Tage vorm Spiel mal richtig Gas und vermitteln da irgendwas auch. Das muss ja natürlich auch so sein, dass die dann sich gut fühlen und fit sind und fit ins Spiel gehen. Ich wünsche trotzdem einen erfolgreichen Start in die Rückrunde und sagen vielen Dank, Andi. Ja, danke auch. Ja.